Willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wie wollen wir das überhaupt nennen? Das ist, wir haben jetzt schon die dritte Folge und wir haben keine Ahnung, wie wir es nennen wollen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ghibli TV. Und ja. Wir nennen es einfach das Projekt, nennen wir Ghibli TV. Was denn für Ghibli TV, ne? Namensgebung. Ja. Oh, nein, es ist einfach ein Creeper hier. Ey, nee, Jungs. Jungs, nein! Nö. Hätte ich jetzt. Ghibli hat mich ja letzte Folge aus seinem Haus rausgeschmissen. Wäre ich jetzt da gewesen, hätte ich ihn verteidigt, aber so sehe ich das gar nicht mehr ein. Nö. Ihr wisst, dass diese Folge jetzt rassistisch wird. Ey, scheiße. Und deswegen, wir mögen keine dicken Menschen, deswegen helfe ich Ghibli nicht. Ey. Toll. Toll. Okay. Erstmal eine Biffy-Pizza essen. Werbung! Ich hab dich eben in deiner Ansage unterbrochen, aber ist ja auch völlig egal, weil ich guckt ja sowieso keiner. Aha. Oh, ich hab mein erstes kleines Haus gebaut, ich fühl mich so sicher. Hey Jungs, mein Haus ist nicht wasserfest. Wasserfest? Vögel. So. Was passiert, wenn die Ananas wird? Die Ananas wird? Das ist ein Rätsel. Oh, ja. Das Rätsel lese ich erst am Ende der Folge auf. Viel Spaß mit dem Rätsel. Ja, ich habe ein eigenes. Ja, wir machen ein Business-Let's Play. So, Ghibli, was ist 1 Million geteilt durch 2? 1. Richtig. Und jetzt Tobi. Was ist die Hauptstadt von Ghana? Fick mich nicht mit deiner Frage, Junge. Überall Mathematik. Ey, Alter, ich hab ein Eigenheim. Ja, ich bin interessiert zu Scheiße. Sicher, ey, sicher, dass es nicht ein Behindertenheim ist? Guck mal rein. Ananas. Nein, ganz sicher nicht. Ananas. So, Leute, ihr wisst, dass diese Folge über Rassismus geht. Entweder machen wir uns drüber lustig oder wir diskutieren einfach drüber. Nein. Oh. Hallo, Enderman. Stell mal vor, Enderman. Ich bin so stark. Enderman ist eigentlich so eine Gruppe, die eigentlich immer falsch verstanden wird. Der steht immer hinter dir und will dich umarmen. Aber nein, dieser Steve rennt ja immer vor ihm weg. Das ist irgendwie schon abstoßend. Der grenzt den Enderman einfach aus. Das ist übelster Rassismus. Minecraft ist rassistisch. Was? Was laberst du denn da? Ja, der Enderman wird... Ey, hat Flash Flo gerade deinen Kopf auch so hart? Nein, ich sterbe doch nicht. Ich hoffe es für dich, ey. Nö. Ich hoffe es einfach für dich, dass du stirbst. Qual von Huren, so ein Tod. Na, komm her. Ich bin Level 20, ich darf nicht sterben. Wie würdest du dich fühlen als Enderman, wenn du dich einfach mal ausgestoßen fühlst? Wenn keiner dich umarmen will? Würdest du dich dann toll fühlen? Nee, Mann. Natürlich nicht, du würdest Aggression kriegen und versuchen... Nein! ...wenn dich nicht umarmen will. Nein! Ghibli, nein! 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 Wer hat dich getötet? Der Creeper hat mein Haus getötet. Hätte ich jetzt da gewohnt, wäre das nicht passiert. Ja, kein Ding. Kein Ding für den King, ne? Maxi King! Alter! Fremdwerbung, geht euch schon. Alle Schleichwerbung hier! Schaut jetzt mal auf meinen Kopf vorbei und lasst mal eine positive Bewertung da. Und vielleicht ein Döner mit Lamajun. Boah, wenn ihr mir Maxi King zuschickt, ne, ich liebe euch. Nein. Boah, ey, Maxi King, da könnte ich mich reinlegen. Da könnte ich den ganzen Tag Maxi King essen. Maxi King. Ja, so siehst du aber auch aus. Ja, ich wiege ganz satte 85 Kilo. Oh. Ja. Und bist gerade mal 21 groß. Ja, lass mich. Na gut, ich hab da immer meine Abseitsschuhe an. Normalerweise bin ich 1,15 groß. 15. Du brauchst doch nicht lachen, Pummelchen. Schnauze. Oh Mann, Jungs.
Ich glaube, ich werde hier untergehen in der Höhle, weil meine Spitzhacke in den Arsch gehen wird. Ich dachte, die ist schon kaputt. Ja, ich könnte mir eben noch eine neue machen. Hacker. Guck mal bitte mal im Flur, ob er nicht doch hackt. Ich glaube, ich nimmst du eigentlich auch auf? Hä? Nimmst du eigentlich auch auf? Ist immer nur bei mir mit dabei. Weißt du, was ich. Jibble, weißt du, was ich demnächst mache? Ich kaufe mir einfach so einen kleinen Aufpasser-Asiaten. Stell ich einfach bei Flo an der Seite, dass Flo nicht cheatet. So einfach so einen kleinen, so einen total knuffigen. Der dann auch immer alle 5 Sekunden mal immer so eine Rückmeldung gibt, wie es denn aussieht. Hast du mich gerade geschlagen? Mm-mm. Boah, Alter, das gibt Beef. Wo seid ihr? Ich sehe endlich das Tageslicht. Verpiss dich! Kann ich meinen Shader endlich wieder anmachen? Nein, auf! Oh, schön! Ich sehe eine schöne Welt, eine leuchtende Welt! Oh, ist das toll! Ich fühle mich so frei und wild! Ich könnte herumspringen, herumtanzen! Ich könnte toll! Okay, was hast du jetzt genau genommen? Keine Ahnung, Jibli, du hast mir auch dieses kleine Pärchen, dieses lilane. Achso, Was war da alles drin? Das kannst du den Leuten mal jetzt bitte erklären. Drogen sind schlecht! Nein, das Drogenthema kommt als nächstes Mal. Diesmal ist der Rassismus im Vordergrund. Schach ist so ein unlogisches Spiel. Ein schwarzer König. So weit kommt's noch. Nein, immer schwarz gegen Alter, lol. Alter, wie viele Blumen hier einfach sind, Jungs. Alter, heftig. Hab ich gerade die erste Folge schon gesagt. Wo warst du denn da? Was geistig abwesend? Ist ja nicht. Nee, ist euch mal aufgefallen, Schach ist auch so ein rassistisches Spiel. Schwarz gegen Weiß. Der Weiße gewinnt immer. Ich glaube, das wird eine Blumenfolge. Hey, der Weiße darf anfangen. Das ist doch übelst Rassismus. Ich hab den Erfolg angefangen zu rackern. Ihr seid alle so unproduktiv. Das ist total blamabel für einen erfahrenen Minecraft. Ich hol uns fressen, ne? Ich gehe hier gerade so 30 Schweine. Ja, willst du jetzt bei mir mitwohnen, oder? Ne, ja, erstmal und dann baue ich mir ein eigenes Wohnheim. Wohnheim? Ja klar, da können Kühe, Schweine, Katzen... Hamster, Döner, Pinguine, Pinguin. Ich wäre gern so ein Pinguin so als Haustier. Ey, das habe ich heute auch gemacht. Wir haben eine Arbeit geschrieben, ne? Ja. Ich schwöre, ich hatte keine Planung von nichts. Was habe ich hingeschrieben? Am Ende habe ich einfach ein leeres Blatt mit dabei, habe ich draufgeschrieben, haben Pinguine Knie. Bitte beantworten. Hast du es jetzt auf? Wenn ich die Arbeit wieder kriege, zeige ich sie dir. Habe ich einfach draufgeschrieben, haben Pinguine Knie? Fragezeichen und dahinter geschrieben, bitte beantworten. Das ist so lustig. Das ist der beste Gag aller Zeiten. Ich werde euch nie mal wiederfinden. Hundertprozentig werde ich euch nie wiederfinden. Doch, ich kann dir die Koordinaten sagen. Okay. 111, 63, 202. Also X111. Ja, 11. 11. 63 und 202. So, glaube ich, ist das. Nein! 11 nur! 11, nein! 160, 111, ich hab vergessen, eben eine 1 mitzutippen. Okay. Ich bin Farmer Tobi. Ich farme ganze Tag nur mal Heingras. Ich bin der Tobi. So, geh jetzt erstmal fett Holz farmen. Ich dachte, jetzt kommt, ich geh erstmal fett kacken. Boah, so Minecraft-Toiletten-Mod gibt's bestimmt auch, oder? Ja, na klar. Stell dir mal vor, so Minecraft fällt jeder so eine dicke, fette Wurst da ins Klo fallen lässt. Was du alles geil findest, ne? Echt abartig. Ich hab nicht gesagt, dass ich geil finden würde, ich hab nur eine schräge Fantasie. Oh Mann, ey. Also, was ich jetzt erstmal sagen würde, ich baue mein Haus dann hier hin, ich mach schon mal ein bisschen Platz hier. Also jetzt erstmal ein bisschen fett Holz fahren. Wallakre. Nein! Ja, jetzt habe ich den Überblick verloren. Ach, geh mir nicht auf den Sack, ey. Mann, ey. Ich hatte gerade eben meinen Timer. Hast du einen Timer gestellt? Nein, meiner ist eben abgeschmiert. Das muss ich auf Verdacht machen. Mann, ihr könnt ja gar nicht, ihr unfähigen Pisskinder. So, ich habe euch schon mal Betten gemacht, weil ihr selber allein nichts könnt. Ich mit meinem Judenbunker am Ende des Flusses, ey. Wie das aussieht, ey. Was haben wir denn hier 28? Kann man hier keinen zumuten. Schweinerei. Ey, Jibble, ich zeig dir gleich mal was wir anpflanzen können und Tobi nicht. Krass. Okay. Los, der Marihuana-Bauer.
So, liebe Kinder, ich zeige euch heute mal, wie ihr in Minecraft einfach Gras Hanf anbaut. Nein, Gras hört sich so abartig an. Das ist Hanf oder Marihuana. Eine seltene Pflanze aus dem südafrikanischen Raum. No. Ja, südafrikanischen Raum. Halt's Maul! Verbesser mich doch nicht immer. Du hast einen falschen Satzbau. Das geht Objekt, Prädikat, Beleidigung, Alter. Ja, richtig. So. Das ist der korrekte deutsche Salzbau. Und wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr nochmal zur Schule gehen. Adi, dann seid ihr keine Deutschen. Oh. Alter Schwede, Alter. Der tat beim Zuhören weh. Der tat beim Aussprechen weh. So schwarz war der. Ey, da brennt mir immer noch die Rosette von, ey. Ja, das war jetzt schon wieder eklig. Nö. Einfach nö. Ja, er ist einfach unterbemittelt, weißt du? Unterbemittelt? Ja. Sagt der mit dem schlechten Satzbau. Der hat wenigstens korrekten deutschen Satzbau. Korrekten deutschen Satzbau. Oh Mann, ey. Stimmt nicht. Ich sag doch, das wie eine rassistische Folge. Ey, Flo? Jetzt pass mal auf. Was? Pass mal auf. Was ist ein Schwarzer auf einer Rolltreppe? Scheiße am laufenden Bande? Richtig. Nee, solche Witze dürfen wir nicht bringen. Die sind diskriminierend. Ich hab gesagt Rassismus. Ich hab zwar gesagt Rassismus, aber keine Diskrimination. Okay. Ein bisschen fair, ich muss ja sein. Das muss ich mir noch streng überlegen. Aber dürfen wir uns über Behinderte wenigstens lustig machen? Nein, zu wir machen uns gerne meine Meinung gar nicht. Wir machen uns gerne über ethnisch minderwertige Wesen lustig. Nicht. Das sagst du. Also müssen wir theoretisch müssen wir uns auch theoretisch über dich lustig machen, ja? Nein, theoretisch schon, ja. Aber da gibt's nicht viel zu lachen. Doch, nee, deswegen dürfen wir das machen. Was? Deswegen dürfen wir uns ja über Tobi lustig machen. Ja, meine ich doch. Nee, deswegen dürfen wir uns über Behinderte lustig machen. So, wo stehen die Betten? Habe ich euch reingestellt, du Mungu. In mein Zimmer? Ich weiß, dass ich jetzt manchmal hab eine andere Idee. I'm bad. Ich spiele jetzt Captain Toby. So, ich ziehe mich jetzt bald um. Puh. Und ich baue gleich erstmal mein erstes Haus. Ah, oh, ich ziehe um. Ich setze mich jetzt in einem Boot und fahre einfach weg. Ich bin jetzt Captain Igloo. Ich ziehe jetzt nach Berlin. Wie mein großes Vorbild. Der brennt in den Augen, ey. Was? Alter, Regen? Auf einen Schlag Regen. Ja, ne? Nicht, ey. Die ganze Zeit scheint ich hier. Weiß, wieso es regnet? Wegen unserem schlechten Let's Play hier. Deswegen weint der Himmel. Oder weil es bei mir gerade auch im Real Life regnet. Das kann auch. Ich bin bald bei euch, meine Leute, und dann versorge ich euch, Ich glaube, wir müssten mal einen Cut machen, oder? Ich weiß es nicht, ich komm, wir brauchen doch einen rassistischen Witz zum Abschluss. Du wolltest doch den Witz auflösen von vorhin. Ich hab den Anfang vergessen. Alles klar, dann würde ich sagen, danke fürs zu Ende schauen. Ja, wie gesagt, liken, abonnieren, whatever, tut was, macht was. Und dann sage ich nur noch, Schön mit Öl, ficken tut weh und sonst so alles. Schön mit Öl, bleibt cremig und bis zum nächsten Mal. Tschüss!